Guten Tag und herzlich willkommen hier. Ich glaube, wir üben noch mit solchen Versammlungen und was noch nicht richtig klappt, höre ich immer wieder von den Ordnern hier herum, ist die Geschichte mit dem Abstand. Menschen, die keinen Mundschutz tragen können, sollten auch Abstand halten. Das ist die Forderung der Behörden hier. Nochmal die Bitte, wer keinen Mundschutz tragen darf und ein Attest hat, bitte Abstand halten zu den Nachbarn. Dann möchte ich aber jetzt schon zum Thema kommen und kurz erläutern, was Betriebsärzte machen. Wir gehen durch die Betriebe und analysieren, ob die Arbeitsplätze gesundheitliche Risiken haben. Wenn da Risiken sind, hat der Arbeitgeber die Pflicht, seine Mitarbeiter zu schützen. Es gibt eine ganze Serie erprobter Schutzmaßnahmen, die da eingesetzt werden können. Dazu zählen im Übrigen auch Masken. Und wir Betriebsärzte müssen dann mit den Beschäftigten Vorsorgeuntersuchungen durchführen, um sicherzugehen, dass die keinen Schaden leiden. Wir sehen schon kleine Verschlechterungen. Und wir sollen verhindern, dass die Menschen berufsbedingt krank werden. Mit dieser Haltung zur Risikoanalyse habe ich natürlich auch die Corona-Entwicklung verfolgt und war relativ schnell schon nicht mehr so ganz der Meinung, dass das eine todbringende Epidemie ist. Es hat nie ein exponentielles Wachstum gegeben. Aber ich muss feststellen, dass ich klarstellen muss, wie ich definiere. Und ich definiere Epidemie so, wie ich es gelernt habe als Arzt. Dass wir nämlich auf diejenigen schauen, die krank werden. Und ich habe gelernt, dass wir eine Epidemie haben, wenn 10% der Bevölkerung krank sind. Das wären in Deutschland 8,3 Millionen Menschen gewesen. Da wäre es vielleicht ein bisschen, man muss schon sagen, von diesen 8,3 Millionen wären sicher nicht alle ins Krankenhaus gekommen. Und wir haben in Deutschland mindestens 500.000 Krankenhausbetten und an jedem einzelnen Krankenhausbett hängt ein Sauerstoffanschluss. Die allermeisten Patienten müssen überhaupt nicht beatmet werden, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Also, dass sie wirklich auf die Intensivstation müssen und dass sie wirklich intubiert werden müssen. Insofern kann man Covid-19, die Erkrankung, nicht mit schweren Seuchen vergleichbaren, wie wir das Ebola-Virus in Afrika hatten die letzten Jahre. Auch Herr Professor Drosten hat mindestens einmal im März gesagt, dass es sich um eine milde Erkältung handelt. Und die Beobachtungen bestätigen das längst. Bei 85% verläuft der Kontakt mit dem Virus ohne Beschwerden, also die merken gar nichts oder haben leichte Erkältungssymptome. Nur die übrigen 15%, die sind schwer erkrankt, die sind auch krankenhauspflichtig gewesen und unter denen sind leider auch Todesopfer zu beklagen gewesen. Das ist aber, Herr Becker hat es eben schon gesagt, für eine Grippewelle nichts Ungewöhnliches. Das haben wir jedes Jahr. Und die Grippewelle 2019-2020 war in keiner Weise schwerer als die im Jahr davor. Über den Sommer haben wir dann beobachtet, dass das Virus praktisch ganz verschwunden ist. Das liegt daran, dass die Menschen sich viel im Freien aufhalten und das UVC-Licht in der Lage ist, Bakterien und Viren abzutöten.
heißt, wenn Sie im Sommer das Virus ausatmen und es im Atemtrakt hatten und Sie halten sich in der Sonne auf, dann ist das binnen Sekunden abgetötet. Das geht ganz schnell. Führt dazu, dass im Sommer praktisch keine schweren Erkrankungen zu beobachten waren, aber von der Regierung wurden massenhaft PCR-Tests durchgeführt, mit immer wieder anderen Begründungen. Zum Beispiel, dass die Reiseländer, aus denen die Menschen zurückkamen, jetzt plötzlich Risikogebiete waren. Nun muss man wissen, dass jeder Test in der Medizin auch einen Fehler hat. Kein Test kann hundertprozentig richtig messen. Das ist auch bei diesem PCR-Test der Fall. Und dazu muss ich so ein bisschen Einführung führen in medizinische Tests und unsere ärztliche Interpretation eines Tests. Wir haben verschiedene Tests, die Sie vielleicht so kennen. Ein AIDS-Test, der findet AIDS. Ein Krebstest, der findet Krebs. Und ein Schwangerschaftstest zum Beispiel, der findet eine Schwangerschaft. Wir Ärzte sagen, der Test ist positiv, wenn der Test das gefunden hat, was er suchen soll. Heißt also, wenn der Krebstest positiv ist, ist das ganz negativ für den Patienten. Das heißt, er ist krebskrank. Wenn wir jetzt mal am Beispiel des Schwangerschaftstests das Thema Fehler ein bisschen beleuchten, so muss ich zunächst sagen, es gibt zwei Möglichkeiten der Testfehler. Erstens, der Test ist falsch negativ. Das bedeutet, der Test findet nichts, aber der Mensch hat es trotzdem, was der Test suchen soll. Das andere gibt es auch, nämlich falsch positiv. Der Mensch hat gar nichts, aber der Test ist positiv. Und das mal am Beispiel der Schwangerschaftstests. Den wandeln wir ein bisschen ab und wir untersuchen jetzt mal 100 Männer. Und dann halten wir Streifchen rein für den Schwangerschaftstest in die Urinpöttchen und wir stellen fest, ein Mann ist schwanger. Bei einem ist der Test positiv. Jetzt müssen wir das ein bisschen verschärfen, weil 100 Personen ja nicht so viel aussagt, und machen das mal mit 1000 Männern. Und damit die nicht immer mogeln und den Urin von ihren schwangeren Frauen mitbringen, gucken wir zu, wie die Urinprobe abgeben. Und dann testen wir jetzt die 1000 Urinproben und jetzt haben wir 10 schwangere Männer. Wir können das immer weitermachen. Wenn wir 1 Million testen, haben wir 10.000 schwangere Männer. Da muss sich dann langsam die Wissenschaft drum kümmern, finde ich. Auf den PCR-Test übertragen heißt das, wir wissen, wie hoch die Fehlerquote des PCR-Tests ist. Und zwar die Quote der Falschpositiven. Die liegt so um 1%. Aber ein positiver PCR-Test heißt nicht, die Diagnose erkrankt an Covid-19, infiziert mit Covid-19, infektiös mit Covid-19. Das kann man daraus nicht schließen, sondern von allen positiven PCR-Tests müssen Sie 1% abziehen und Sie müssen vorher wissen, wie viele wurden denn überhaupt getestet. Und dann werden Sie sehen, dass Tausende von Personen positiv getestet sind, die auch getestet wurden, obwohl sie überhaupt keine Beschwerden haben und demzufolge auch nicht krank sind. In der Schweiz wurde annähernd genauso viel getestet wie in Deutschland und dort gibt es schon ein offizielles Statement der Gesundheitsämter, die festgestellt haben, dass 99% derer, die im Sommer einen positiven Test hatten, danach überhaupt keine Symptome entwickelt haben, gar keine Beschwerden. Da wurden gesunde... Da wurden gesunde, asymptomatische Menschen getestet. Und das, was die Medien verbreiten, waren die falsch positiven Ergebnisse, ich sage nochmal, die schwangeren Männer.
Das nächste Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema Kinder. Auch dazu gibt es schon eine Vielzahl von Studien. Und bereits im März hat ein Gremium von verschiedenen Fachgesellschaften eine Übersicht über über 30 Studien veröffentlicht. Das waren die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, die Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Die haben zusammenfassend festgestellt, dass Kinder eine deutlich untergeordnete Rolle in der Verbreitung des Virus spielen, dass sie selten erkranken und wenn, dann nur leicht. Vielleicht dazu eine Geschichte, ein Beispiel von einer Familie, eine Frau Mitte 40, war an Covid-19 erkrankt. Es wurde geschildert, schwer, aber nicht so schwer, dass sie ins Krankenhaus musste, war trotzdem schwer. Sie hatte aus irgendeinem Grunde zuvor bereits Antibiotika nehmen müssen. Und dann kam sie mit dem Coronavirus in Kontakt. Das ist natürlich eine Konstellation, wo ein Keim auf einen bereits geschwächten Organismus trifft. Und es kann sein, dass die Erkrankung dann bei einem sonst völlig gesunden, fitten Menschen schwerer verläuft. Diese Frau hatte aber ein Kind im Kindergartenalter. Das hat er in 2 Tagen abgemacht, hat nicht viel gemerkt. Und sie hatte eine Mutter von Mitte 60, die hatte sich auch infiziert, aber hat das mit relativ milden Symptomen in relativ kurzer Zeit überstanden. Diese Beispiele werden ganz oft publiziert. Die sind nicht repräsentativ, aber es ist ein Beispiel, wie es sich in 3 Generationen tatsächlich einmal zugetragen hat. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Masken. Wie ich eingangs sagte, kennen wir Arbeitsmediziner das Thema Masken seit zig Jahren. Es gibt eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, an denen die Mitarbeiter Masken tragen müssen. Und es gibt unterschiedlich schwere Masken. Also wir müssen als erstes beurteilen, wie sehr beeinträchtigt die Maske denn den Träger. Es ist hier eigentlich überall die irrige Meinung zu sehen, dass jeder eine Maske tragen kann. Schon bei der erwerbsfähigen, gesunden Bevölkerung ist das nicht der Fall. Masken können auf mehrere Weise die Atmung behindern. Wir haben insgesamt in der Arbeitsmedizin 3 Kategorien von Atemschutz. Die meisten Masken fallen in die Kategorie leichter Atemschutz. Wer keine Vorerkrankungen hat, von dem nehmen wir an, dass er eine solche Maske tragen kann. Die Masken haben zum einen, den haben wir den mittleren Atemschutz. Das ist schon etwas anstrengender und der Atemschutz hat ein gewisses Gewicht. Und als drittes gibt es den schweren Atemschutz, das kennen Sie vielleicht von der Feuerwehr, da schleppt man schon am Atemschutz schwer. Das können wir ausklammern. Wieso beeinträchtigen einen die Masken denn eigentlich? Zum einen erhöhen sie den Atemwiderstand. Also wenn Sie sich mal Mund und Nase feste zuhalten und versuchen, dadurch Luft zu holen, dann wissen Sie, was ich meine. Sie müssen mehr ziehen, damit Sie noch Luft kriegen. Wir haben in der Gruppe leichter Atemschutz als oberen Grenzwert einen Wert von 5 Millibar, der nicht überschritten werden darf, sonst handelt es sich bereits um mittelschweren Atemschutz. Und wie stark der Atemwiderstand erhöht wird durch unsere Masken, die mehr oder weniger zufällig ausgewählt sind, das wissen wir kaum. Diese weit verbreiteten blauen Masken, die gehen schon an die 5 Millibar da dran. Also alles, was ein bisschen stärker beeinträchtigt, wie zum Beispiel die FFP2-Masken, ist in der Kategorie mittleren Atemschutz. Wenn ich das von einem Beschäftigten verlange, dann muss ich den gründlich untersuchen. Da wird ein EKG geschrieben, da wird ein Belastungs-EKG gemacht, damit ich weiß, wie belastbar Herz und Kreislauf sind.
Und da wird die Lungenfunktion gemessen. Wie ist die Lunge denn überhaupt zurecht? Sind da Beeinträchtigungen oder nicht? Und es gibt bereits unter erwerbsfähigen Menschen zahllose, die eben aufgrund von Einschränkungen der Lunge und des Herzens nicht in der Lage sind, einen solchen Atemschutz zu tragen. Das steht dann in der Beurteilung des Betriebsarztes drin, dass der den nicht tragen darf. Jetzt schauen wir aber auf Menschengruppen, die überhaupt noch nie untersucht worden sind. Also für die Arbeitsmedizin gibt es solide wissenschaftliche Basis, die ist schon in den 70er, 80er Jahren erforscht worden. Und das sind sichere medizinische Erkenntnisse. Aber eins ist schon mal ganz klar, es gibt sehr viele Menschen, die sind deutlich schwächer als ein Berufstätiger im mittleren Lebensalter. Dazu zählen Kinder. Die haben einfach nicht die Körperkraft. Die können nicht durch 5 Millibar noch Luft kriegen, wenn man denen einfach irgendeine Maske aufsetzt. Beim Atmen. Die rackern sich völlig aus, bis sie schweißnass sind, weil sie kaum Luft kriegen. Wie kommt das? Stellen Sie sich vor, meine Finger sind die Rippen und zwischen den Rippen gibt es Muskeln. Das ist die Atemmuskulatur. Wenn die sich zusammenzieht, geht der Brustkorb auf. Das Zwerchfell zieht sich auch zusammen und dadurch saugen wir Luft ein. So funktioniert das. Diese Muskelkraft der Atemmuskulatur müssen Sie aber haben, wenn Sie etwas vor der Nase haben, gegen das Sie anatmen müssen. Dasselbe gilt natürlich auch für alte Leute. Wenn die gebrechlich sind, haben die nicht mehr so viel Kraft. Und die haben außerdem ganz sicher ihre Erkrankungen des Herzens und der Lunge. Das altert natürlich auch. Dieses beides sind Gruppen, die ganz sicher nicht in der Lage sind, Atemschutz zu tragen, der in irgendeiner Weise die Atmung beeinträchtigt. Dann gibt es, ich muss nochmal einen Abstand erinnern, nochmal checken. Dann gibt es noch einen zweiten Effekt dieser Masken. Und zwar reichert sich dahinter das ausgeatmete CO2 an. Und es reichern sich darin Bakterien an, Viren an und Pilze an, denn das haben sie normalerweise in der Mundhöhle. Zum CO2 muss man sagen, CO2 macht schläfrig. Wir haben einen Grenzwert für den Arbeitsplatz, der liegt bei 5000 ppm. Wenn der erreicht wird, muss man den Beschäftigten Pausen gönnen in einer Atmosphäre ohne CO2. Ich darf die Polizei bitten, nach vorne zu kommen, weil da mutwillige Störer sind. Okay, hat sie erledigt. Ja. Deswegen bemerken auch gesunde Menschen, dass sie nach längerem Tragen dieser Maske müde werden. Und das sind nicht die einzigen Beschwerden, die das Tragen von Masken auslöst. Es macht vor allen Dingen das Gefühl, schlechter Luft zu kriegen, fast immer, außer Sie haben eine ganz leichte Maske. Es macht Konzentrationsstörungen, es kann Kopfschmerzen verursachen, Schwindel und Benommenheit. Es kommt dazu, dass Menschen blau anlaufen. Ich habe neulich im Park einen älteren Mann gesehen, der wollte das richtig gut machen, der hatte so eine FFP2-Maske auf, erklärte dann auch noch einem, wie man das genau dicht sitzend anlegen muss, damit das wirklich vor dem Virus schützt, und war im Gesicht und an den Ohren schon knalleblau angelaufen. Da wusste ich, dass der massiven CO2-Spiegel hatte. Es gibt dazu eine ganze Menge Studien mittlerweile, auch dass die körperliche Leistungsfähigkeit unter solchen Masken eingeschränkt ist, verursacht dadurch, und durch Messung im Blut nachgewiesen, kommt es zu einem CO2-Anstieg. Unter körperlicher Belastung natürlich mehr als unter körperlicher Ruhe, das ist klar. Was bemerken Menschen noch, wenn sie eine Maske tragen?
Sie können orientierungslos werden, bis zur Bewusstlosigkeit geht das. Und ich höre es von alten Menschen und ich höre es von Kindern, dass sie unter der Maske bewusstlos umkippen. Dann müssen die Umstehenden aber langsam reagieren und denen die Maske abziehen, denn die brauchen jetzt frische Luft. Durch die hohen Keimzahlen in der Maske zieht sich der Träger selber Krankheiten zu. Auch bei den Keimen ist es wie beim Gift, die Dosis macht das Gift und die Erkrankung. Wenn Sie ein paar wenige Keime einatmen, dann werden Sie davon nichts merken. Muss da einer drehen? Wenn Sie aber viele Keime einatmen, dann werden Sie krank. Das gilt auch für Coronaviren. So, Technik haben wir auf der Reihe. Hals-Nasen-Ohrenärzte beobachten, dass es zu vermehrten Entzündungen des Kehlkopfes, der Nasennebenhöhlen und der Stirnhöhlen kommt. Augenärzte beobachten, dass sich Kontaktlinsen entzünden, dass es zu Lidrandentzündung kommt, dass es vermehrt Gerstenkörner gibt. Seitdem. Es ist möglich, dass die Bronchien sich verengen, weil der CO2-Spiegel steigt. Das führt dann dazu, dass Asthmaanfälle ausgelöst werden. Bei Epileptikern können epileptische Anfälle dadurch ausgelöst werden. Unter den Masken kommt es bei denen, die das den ganzen Tag tragen müssen, häufig zu einem Hautekzem im Bereich, wo die Maske das Gesicht und die Haut abdeckt. Eine große Gruppe von Zahnärzten aus den Vereinigten Staaten hat sich gemeldet und gesagt, sie beobachten vermehrt Karies, Zahnfleischentzündung und derartige Probleme. Das sind Beschwerden, die durch die Maske verursacht werden, ganz unabhängig davon, ob jemand irgendeine Art der Vorerkrankung hat. Das ist aber wieder ein Aspekt zum Thema Tauglichkeit, eine Maske zu tragen. Wieder eine Fragestellung aus der Arbeitsmedizin. Und da gibt es, wie gesagt, wissenschaftlich gut begründet, Erkrankungen, die das Tragen einer Maske verbieten. Je schwerer die sind oder welche Kombination von Krankheiten auch immer vorliegt, umso mehr. Dazu zählt körperliche Schwäche, das habe ich schon ein bisschen ausführlicher erläutert. Es können Fehlbildungen und Erkrankungen des Brustkorbs eine Rolle spielen. Das ist Ihnen jetzt klar, warum. Psychische Erkrankungen und Intelligenzminderung sprechen dagegen. Es gibt sehr viele Menschen, die aus irgendeiner Art ein Erstickungstrauma haben. Eine Todesangst davor. Die wird durch die Masken ausgelöst. Man muss sie doch nicht ständig in Todesangst versetzen. Gleichgewichts- und Bewusstseinsstörungen. Gleichgewichts- und Bewusstseinsstörungen spielen da rein. Erkrankungen des Nervensystems, wie zum Beispiel Zustand nach Schlaganfall oder Hirnerschütterung. Und ganz wichtig natürlich Erkrankungen der Atemwege und der Lunge, die sind häufig. Auch Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs können dagegen sprechen. Wenn das Herz nach einem Schlaganfall ohnehin schon geschwächt ist, dann verträgt es das nicht, wenn Sie vermehrt CO2 einatmen beziehungsweise weniger Sauerstoff mitbekommen. Es gibt Menschen mit Blutarmut, die kriegen einfach nicht genug Sauerstoff, um dann noch einen funktionstüchtigen Kreislauf zu erhalten. So rein gefühlt würde ich meinen, dass ca. 20% der Bevölkerung nicht geeignet sind, eine Maske zu tragen. Das gilt besonders für Kinder unter dem 12. Lebensjahr. Die sind generell nicht geeignet, eine Maske zu tragen. Nochmal kurz zurück auf den Atemwiderstand. Keiner von uns weiß, welcher Atemwiderstand denn die zufällig ausgewählte Maske hat. Darüber gibt es gar keine Messwerte, das sagt Ihnen keiner.
Das heißt, sie können selber gar nicht einschätzen, in welchem Grade sie beeinträchtigt sind, wenn sie sich irgendwo eine Maske ausgewählt haben oder selber geschneidert. Selbst Haushaltstextilien können den Atemwiderstand ganz erheblich steigern. Ich möchte schließen, obwohl ich noch stundenlang reden könnte, aber ich merke, es wird mir signalisiert, dass ich zum Ende kommen muss. Ich möchte nur sagen, diese Maßnahmen haben mit der Erkrankung wenig zu tun. Die Masken schützen übrigens nicht, dazu gibt es auch Studien, weder den Träger noch Dritte. Spätestens nach 20 Minuten. Spätestens nach 20 Minuten sind sie durchfeuchtet und voll mit allen Keimen, die sie ausgeatmet haben. Die geben sie natürlich auch an die Dritten und an die Umwelt weiter. Und zwar jetzt in der Konzentration, die viel höher ist als bei einem normalen Atemzug. Darum ist meine Schlussfolgerung am Ende: Dieses ist keine Normalität. Und ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf die Verbreitung der Erkrankung hat. Da schließe ich mich Herrn Professor Drosten an.